Erst hat Meta die KI-Blase ziemlich angeschossen mit der Bemerkung von Mark Zuckerberg, dass die Investitionen, die gigantischen Investitionen, die man in KI derzeit tätige, sich absehbar erstmal nicht auszahlen würden. Das heißt, hohe Kosten, wenig Ertrag in Sachen KI. Dabei war das Narrativ doch, ja, das wird in Bälde alles ganz, ganz toll werden. Heute dann im Grunde der nächste Nackenschlag für die Wall Street, denn wir haben das BIP gesehen, das deutlich schwächer war, und normalerweise sagen sich die Märkte, hurra, das BIP ist schwächer, dann zaubern wir mal eine Rallye. Und so war auch die Anfangsreaktion, aber dann haben die Algorithmen offenkundig genauer hingeschaut und gesehen, die Inflationskomponenten in diesem BIP, die sind so derartig heiß, dass man sich schon dran verbrennt. Und das wiederum bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen bald sinken werden, immer weiter nach hinten verschoben werden muss, immer unwahrscheinlicher in diesem Jahr zumindest 3 Zinssenkungen werden. Und das ist schon eigentlich ein ziemlich giftiger Cocktail. Dafür hält sich die Wall Street richtig gut in Erwartung der Tech-Zahlen von Microsoft und Alphabet. Und da geht es um einiges, aber schauen wir uns die Gemengelage mal an. Hier sehen wir dieses BIP mit 1,6%. Wirklich sehr, sehr deutlich unter der Erwartung von 2,5%. Es war eine Range von 1,7% bei den pessimistischsten Analysten bis hin zu 3,1% von Goldman Sachs, den optimistischsten in dieser Beziehung. Damit hat Goldman Sachs das Ganze nur um 50% falsch eingeschätzt. Also die Zahl unter der negativsten Erwartung oder der niedrigsten Erwartung. Dann aber noch viel schlimmer, GDP Price Index. Also die Inflationskomponente, der BIP-Deflator, wie sich das nennt, 3,1% statt 3,0%. Im letzten Quartal waren wir bei plus 1,6%, also wieder fast 100% mehr, nicht wahr? Also wir sehen, da ist was passiert, und vor allem dann Core PCE Price Index, also praktisch die Inflationskomponente für die Konsumenten, 3,7% statt 3,4% erwartet, im Vorquartal 2,0%. Also deutlicher, deutlicher Anstieg. Das heißt, Inflation hot, Wirtschaft schwächer. Und das ist eine unschöne Kombination, die man Stagflation nennt, also eine hohe Inflation bei einer stagnierenden oder vielleicht sogar leicht zurückgehenden Wirtschaft. Hier sehen wir nochmal dieses Stagflationary GDP. Wir sehen hier das BIP, das tendiert nach unten, und da Inflation, die tickt dann nach oben. Also das ist doch eigentlich etwas, was die Märkte jetzt nicht wirklich gut verdauen sollten angesichts des Goldilocks-Narrativs, dass also die beste aller Welten bestünde, wonach die Zinsen sinken, die Wirtschaft gleichwohl wundersam stabil bleibt, aber die Fed dann doch die Zinsen senken kann, weil die Inflation eben fällt. Nichts davon tritt ein, und UBS sagt, also gucken wir uns mal das morgen anstehende PCE-Inflationsdaten an. Dann ist es ja so, dass jetzt die Frage ist, wir haben ja jetzt im Grunde die PCE-Daten gesamt für das erste Quartal bekommen. Jetzt ist nur die Frage der Aufteilung. Was wird im Januar, wird es da eine Revision nach oben geben, was ich für wahrscheinlich halte? Wird das beim Februar passieren, was ich eher unwahrscheinlich halte? Oder wird das im März passieren, was ich für wahrscheinlich halte, aber wahrscheinlich nicht so stark wie im Januar, so meine Prognose. Das heißt, es ist nur die Frage der Verteilung. Damit sind die morgigen PCE-Daten ein Stück weit in der Summe schon klar. Ist nur die Frage, was wird sozusagen noch geändert bei Januar und Februar, und wie heftig wird es dann im März? Hier sehen wir diesen deutlichen Anstieg auf 3,7%. Nachdem wir bei 2% verharrt hatten, und das sicherlich nicht zum Gefallen von Jerome Powell, und was Sie hier sehen, dürfte den Märkten eben auch nicht gefallen, denn die Erwartung, dass die Zinsen sinken, relativ sicher sinken, ist jetzt auf November, Dezember verschoben worden, also wo es eine eindeutige Wahrscheinlichkeit gibt, laut den Fed Fund Futures, dass die Zinsen sinken. Dagegen im September, 18. September, die Sitzung, ganz enge Kiste, könnte sein, dass die Fed die Zinsen senkt, könnte aber auch nicht sein. Also das ist einmal mehr sozusagen eine Verschiebung bis sozusagen fast Absage von Zinssenkungen. Januar, wie gesagt, waren wir ja noch bei 6 bis 7 Zinssenkungen, und hier sehen wir nochmal diese PCE-Daten, die morgen anstehen. In der Kernrate wird erwartet zum Vormonat 0,30, sehen Sie hier rechts in der oberen Grafik. Und JP Morgan, die beschäftigen gute Mathematiker, und die sagen, also wenn jetzt Januar
Januar und Februar, die Zahlen, die wir ja schon bekommen haben, nicht nachträglich revidiert würden, dann würde die Kern-PCE-Inflation im März um 0,48% steigen. Das wäre also deutlich mehr als die erwarteten oder bisher vorher im Konsensbereich liegenden 0,30%. Wie auch immer, man es dreht und wendet. Wir haben auch hier bei den Small Businesses hier die Grafik rechts gesehen, dass da die Inflationsthematik wieder eine größere Bedeutung hat, dass sie die Preise anheben. Und das Interessante ist, was ist da eigentlich genau passiert? Wenn wir da mal unter die Decke gucken, dann sehen wir, dass vor allem hier offenkundig der starke Dollar eine Rolle gespielt hat. Das heißt, die Unternehmen haben viel aus dem Lager verkauft, zum Beispiel. Wir sehen Net Exports of Goods and Services minus 4,3%. Aha, das heißt, man hat weniger exportiert. Warum? Weil der Dollar stark ist. Das heißt, für das Ausland ist das teurer, eben Waren aus den USA, die in Dollar natürlich notiert sind, zu kaufen. Das ist das eine. Und das andere, was hier sehr interessant ist, ist Government Spending. Und hier sehen wir Federal, also auf Bundesebene, der Staat USA hat sogar hier seine Ausgaben zurückgefahren im Vergleich zum Vorquartal um minus 0,2%. Wer hat Gas gegeben? State and Local, also die Bundesstaaten und die Gemeinden haben Gas gegeben, plus 2,0%, sodass also jetzt sozusagen ausnahmsweise mal nicht die Biden-Administration hier verantwortlich zu machen ist, sondern eben die ganze kommunale Ebene hier eine große Rolle gespielt hat. Sven Hendrik weist darauf hin, naja, wenn wir insgesamt diesen Stimulus, ob er jetzt vom Staat kommt oder eben von lokaler Ebene, von Regierung, also von lokalen Verwaltungen, wenn man das mal abzieht, dann dürften wir vielleicht gar nicht mehr so richtig wachsen in der Summe. Und wie sehr die Daten reingeknallt haben, auch mental, sehen wir bei Janet Yellen, die Finanzministerin, die natürlich niedrige Zinsen braucht, die fürchtet, dass die Staatsverschuldung, die Schuldenorgie nicht mehr finanzierbar ist, die erleben muss, wie Anleihe Auktionen hohe Renditen abwerfen, sodass man eben als US-Staat sehr hohe Zinsen zahlen muss. Das wird man auf Dauer nicht stemmen können. Jetzt hat Janet Yellen sich geäußert und gesagt, ja, könnte ja sein, dass es da Revisionen noch gibt beim BIP, also nach oben Subtext. Dann sagte sie, wir sind bei einem Abwärtstrend der Inflation. Okay, das geben die Zahlen jetzt nicht so her, wenn wir uns die letzten Monate anschauen. Und sie sagt auch, wir können die Inflation nach unten bringen, ohne den Arbeitsmarkt sozusagen, ohne Jobs zu verlieren. Auch das dürfte wohl nicht ganz stimmen. Was die Inflation nachhaltig nach unten bringt, wäre die Aktienmärkte nach unten zu bringen. Denn das trifft den Konsumenten, der dadurch weniger Nachfrage erzeugt oder weniger reich ist, dadurch weniger Nachfrage entstehen würde, dadurch würde die Inflation nach unten gehen. Das darf natürlich keiner wollen und keiner sagen, denn an dieser Blase des US-Aktienmarkts, da hängt ja natürlich der gesamte Wohlstand der amerikanischen Nation. Diese Situation am Aktienmarkt, gerade die Blase in Tech-Werten, die korrespondiert ja mit dieser gigantischen Verschuldungsorgie. Da gibt es einen Zusammenhang. Also lustige Aussagen von Janet Yellen, die irgendwie hier fantasiert, wer das glaubt, der wird selig. Und Fitch weist eben nochmal darauf hin, ja, das ist doch das große Problem an dieser ganzen Geschichte, die Inflationskomponente. Und deswegen sind die Zinssenkungen im Jahr 2024 starting to look increasingly more out of reach, also werden immer unwahrscheinlicher, rücken in immer weitere Ferne. Und das Problem ist, dass wenn die Fed am 18. September tagen wird, das ist 6,5 Wochen vor oder knapp 7 Wochen vor den US-Wahlen. Wenn sie dann die Zinsen senkt, dann wird Trump sagen, das tut ihr, um Biden zu helfen. Dadurch kommt die Fed in Schwierigkeiten, muss sich verteidigen. Das will man wahrscheinlich vermeiden. Das heißt, wenn die Fed die Zinsen senken will, dann muss sie das bei der Mai-Sitzung, die ja schon nächste Woche ist, oder in der Juni- und Juli-Sitzung machen. Sonst wird das wahrscheinlich nichts mehr. Zumindest wäre die nächste Gelegenheit dann nach der Wahl, kurz nach der Wahl im November. However, wir sehen, wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, dass wir ja 100 Handelstage jetzt hinter uns haben, ohne einen 2% Pullback beim S&P 500. Und wie gesagt, die Wall Street hält sich heute relativ gut angesichts, oder ziemlich gut angesichts dieses giftigen Cocktails. Gleichwohl sehen wir, dass wir gestern Abend eine Hanging Man-Kerze hier im S&P Daily gemacht haben, daraufhin dann dieses Gap
nach unten. Stocks Hit titelt Bloomberg as GDP brings worst of both worlds, also das schlechteste beider Welten. Das kontrastiert doch relativ stark mit diesem Goldilocks-Narrativ, das bis vor kurzem ja unhinterfragt war. Und jetzt mal ein tiefer Griff in die Historie, meine Damen und Herren, wenn Sie erlauben. Wir haben ja jetzt, wenn wir beim S&P sind, dem Index schlechthin, dann sehen wir ja, dass wir hier ausgebrochen sind nach oben aus diesem ohnehin schon bestehenden Aufwärtstrend. Jetzt ist die Frage, werden wir vielleicht mindestens auf diesen Aufwärtstrend wieder aufsetzen, das heißt so lange fallen, bis wir eben dann um und bei, ja, 4.800 Punkte wäre das derzeit, sind, das wären gut 200 Pünktchen nach aktuellem Stand, und dann geht es wieder nach oben, denkbares Szenario, oder läuft es wie Ende der 70er, Anfang der 80er, da sind wir 1980 ausgebrochen, auch aus einem solchen Aufwärtstrendkanal, sind weiter nach oben geschossen, 15%, haben diesen Kanal wieder getestet und sind dann, weil eine Rezession kam, deutlich nach unten geknallt. Das Tief war noch lange nicht gefunden. Deswegen wichtig, ob es auch diesmal so läuft, dass eine Rezession kommt. Denn dann dürfte das Bild ähnlich aussehen wie hier. Oder hier haben wir mal das Bild der Ölkrise auch. Kanal nach oben ausgebrochen, dann Booms, 73, Yom Kippur-Krieg, Ölembargo, blip und blapp, dann ging es nach unten, Erholung und nochmal nach unten, also verschiedene Szenarien, aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, solche Ausbrüche, Short-Term Returns, wenn man aus solchen Trendkanälen, Aufwärtstrendkanälen nach oben ausbricht, war 2006, 1989, 1980, 1929, auch erstmal sehr positiv. Dann allerdings Long-Term eher negativ. Jedes Mal kam eine Rezession, jedes Mal gab es eine invertierte Zinskurve. Dann 2013, 1995, 1987. Auch alles im kurzen Zeitfenster und im übergeordneten Zeitfenster schick. 2019, da hatten wir Rücksetzer. Wir hatten eine Rezession, dann Corona-bedingt, mit einer Yield Curve Inversion, also invertierte Zinskurve, und 2024, jetzt eben die große Frage. Wir haben positive Short-Term Returns gehabt, also wir sind weiter gestiegen nach Ausbruch aus diesem Trendkanal, hatten Sie ja in der Grafik gesehen, und wir haben schon die längste invertierte Zinskurve, die ja normalerweise dann ein Indikator für eine Rezession wird, wenn die entinvertiert, ist die Rezession da normalerweise, historisch gesehen. Und jetzt aber etwas für die Bullen, meine Damen und Herren, und Sie wissen ja, ich bin im tiefsten Herzen ein absoluter Mega-Bulle, dann sehen Sie hier, wenn der S&P 500 im ersten Quartal mehr als 10% gestiegen ist, dann gab es eine überragende Wahrscheinlichkeit, dass der S&P auch im zweiten Quartal gestiegen ist. Also das ist einmal, gell, jetzt etwas für die Bullen, meine Damen und Herren. Aber kommen wir zum Tagesgeschehen. Meta hat sich jetzt erholt. Auch wenn der Mark Zuckerberg ein bisschen anders aussieht nach den gestrigen Ereignissen als vor den gestrigen Ereignissen. Interessant ist, dass Nvidia sich gut hält. Da sagen manche, das sei ein bisschen kurzsichtig. SMCI, Netflix, Meta, also Supermicrocomputer, Netflix, Meta. Und jetzt wird bei Nvidia angeklopft. Wir werden es in 3 Wochen sehen. Jedenfalls sehen wir, dass schon eine gewisse Angst ist, wie die Amerikaner sagen. Tech-Ängste vor Zahlen von Microsoft und Alphabet. Wir sehen Microsoft im Minus ziemlich deutlich, Google im Minus ziemlich deutlich. Vor den Zahlen, und diese Zahlen werden extrem wichtig. Man erwartet vor allem hier eine ganz gesunde Vola. Google dürfte sich 6% bewegen, Microsoft 4-5% plus oder minus jeweils. Wir haben dann noch Intel, die auch wichtig sind für den ganzen Tech-Sektor. Und jetzt gucken wir mal an, was da auf dem Spiel steht. Ich hatte heute Morgen den Fehler gemacht, hat mich jemand dankenswert darauf hingewiesen, dass ich Alphabet A und Alphabet C nicht zusammengezählt habe. Das heißt, wir haben Alphabet macht etwa an Marktgewichtung 4% des S&P aus, Microsoft 7%. Also sind wir in der Summe bei 11%. Gut ein Zehntel des gesamten S&P wird mit 2 Unternehmen heute Abend bewegt. Das sind in der Summe um und bei 5 Billionen Dollar. Das ist also mehr als das BIP Deutschlands, was jetzt sozusagen in wenigen Minuten bewegt wird in die eine oder andere Richtung. Und hier sehen wir mal, dass diese Dominanz von AI, also von künstlicher Intelligenz,
hier gigantisch ist, vor allem im Tech-Sektor sind praktisch 100% aller Unternehmen irgendwie mit KI am Start. Dagegen Consumer Staples und Energy haben null Exposure in KI, interessanterweise. Und wenn wir nochmal zum aktuellen, wirklich sehr aktuellen Marktgeschehen kommen, dann sehen wir, was wir schon neulich gesehen haben. An der 5000er Marke wird gekämpft beim S&P 500. Wir sind durchgefallen, mal kurz, aber dann wieder drüber. Wir sehen, da liegen jede Menge Puts, da liegen jede Menge Calls. Das ist das derzeit entscheidende Niveau, um das gekämpft wird von allen Seiten. Da wird gezogen und gestrickt. Ein bösartiger älterer Herr, den Sie hier sehen, das ist Milton Burke, der die Rallye, den Bullenmarkt, frühzeitig prognostiziert hat, sagt, wir haben im Grunde seit dem 21. März ein exhaustive Gap, das in einem finalen Peak geendet ist, und ab dem 2. April sei klar, dass wir faktisch nicht nur einen Rücksetzer in einem Bullenmarkt sehen, sondern den Beginn eines neuen Bärenmarktes. Steile These. Weiß natürlich niemand, ob der gute Mann recht hat. Kommen wir jetzt mal einen riesigen Sprung noch kurz nach Deutschland. Wir hatten heute GfK Konsumklima, das ziemlich schwach war, nicht so wirklich gut war. Deswegen dürfte die Wirtschaft in Deutschland auch nicht so richtig anspringen. Und was Sie vorhin von Milton Burke gesehen haben, das ist eben das Entscheidende. Kommt eine Rezession? Wenn eine Rezession kommt, dann stehen wir vor einem Bärenmarkt. Hier die Daten aus Deutschland, IFO und so weiter, waren ja zuletzt etwas besser. Das wird also die Gretchenfrage sein. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Microsoft, der Alphabet, eine kurze Vorschau, was da zu erwarten ist, sollten Sie wissen, vor 22 Uhr, da bringen wir die Zahlen bei Finanzmarktwelt. Also da bitte reinschauen. Erste Empfehlung, gerne Artikel auch teilen. Das gilt auch für die Hoffnung auf ein Soft Landing der US-Wirtschaft, zerbröckelt. Wirtschaft flaut ab, Inflation zieht an. Wer hätte so etwas vorhersehen können? Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, auch gerne teilen. Und die dritte und letzte, die Tech-Ängste vor den Zahlen von Microsoft und Alphabet. Jetzt kann es natürlich sein, dass da viel Negativität jetzt schon drin ist und dann sind die Zahlen ordentlich oder sogar gut und bums. Sehen wir eine Rallye nach oben, absolut möglich, zumal der eine oder andere sich absichern wird vor den Zahlen von Microsoft und Alphabet respektive Google, also alles möglich, und das Gegenteil davon, es wäre wichtig für die Bullen, dass dieses KI-Narrativ nicht komplett weggeschossen wird jetzt nach dem Desaster bei Meta und dass das also auf irgendwie nochmal versucht werden kann zu revitalisieren. Diese drei Empfehlungen möchte ich Ihnen geben, morgen nochmal ein Videoausblick, aber morgen Abend dann kein Marktgeflüster, all dieweil ich nachmittags entschwinden muss, also drei Empfehlungen heute Abend 22 Uhr und morgen nur ein Videoausblick für Hardcore-Masochisten. Die sollten also die Gelegenheit nutzen, morgen nochmal reinzugucken, wenn sie es denn unbedingt müssen. Also ich sage jetzt erst einmal für die Servus, ciao.